Hallo, hier ist wieder euer WeHawkLP zurück bei Toonstruck. Ja, wir sprechen jetzt mal mit dem königlichen Hoferfinder. Oh mein Gott. Hallo? Hallo. Wir suchen den königlichen Erfinder. Ach, wirklich? Ich suche nur meine Brille. Oh. Naja, wenn du den Erfinder siehst, sag ihm bitte, dass wir ihn suchen, ja? Mache ich. Aber er ist im Moment sehr beschäftigt, weil er seine Brille verloren hat. Also, wo habe ich sie zum letzten Mal gesehen? Ja, ihr seht schon, ein komischer Kauz mit allen möglichen verrückten Sachen hier. Ihr seht schon, hier unten wird angezeigt, komisches Gerät. Zweifellos eine weitere sinnige Erfindung des Hoferfinders. So sieht es aus. Zweifellos eine weitere sinnige Erfindung des Hoferfinders. Ja, okay, mal, das hattest du schon. Gut, reden wir mal mit dem Kerl. Entschuldige mal. Ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich habe im Moment echt keine Zeit zum Quatschen. Ich muss meine Brille finden, das hat absolut höchste Priorität. Ja, wir müssen also erstmal seine Brille finden. Das ist eine Möglichkeit, seinen Müll loszuwerden. Und der Fußboden ist offenbar die andere Möglichkeit. Ja, hier werden wir aber nicht fündig, so viel kann ich schon sagen. Wo ist die bloß? Wir werden ein paar Informationen einholen müssen und dazu gehen wir wieder zu unserem lieben Freund, den Fußwäldler. Er wird uns mit Sicherheit, mit Freuden verraten, wo sich seine Brille befindet. Dafür bin ich absolut überzeugt. Wenn nicht, quetschen wir es aus ihm raus. Wir sind wieder da. Sehr wohl, Sir. Und darf ich noch erwähnen, dass Sie ein bemerkenswertes Talent dafür haben, immer das Offensichtliche zu betonen? Oh, danke. Ja, wir befragen ihn jetzt mal einfach hier nach dem Erfinder. Wir haben unten gerade mit einem Vogel gesprochen. Er schien irgendwie aufgeplustert. Ah. Sie hatten das Pech, Wirrwarr zu treffen, unseren königlichen Erfinder. Wirrwarr scheint da so ein kleines Problemchen zu haben. Sagen Sie nichts. Lassen Sie mich raten, Sir. Wirrwarr vermisst seine Brille? Ja, genau. Das stimmt. Ich vermute, in seiner Tasche hat er noch nicht nachgeschaut. Oh. Habe ich nicht nachgefragt. Naja, obwohl ich die Sorgen des königlichen Erfinders wirklich höchst faszinierend finde, Sir, würde ich meine Energie in Zukunft doch lieber auf wichtigere Angelegenheiten konzentrieren. Auf den Zustand der königlichen Pokale beispielsweise. Ja, ist ja gut. Tja, ich muss dann wieder. Habe noch eine ganze Schublade voll Socken abzustauben. Natürlich. Die wirklich wichtigen Dinge müssen Vorrang haben. Ja, okay. Ihr seht schon, die Dialoge sind zum Teil relativ langatmig. Speziell, weil dieser Typ jetzt hier halt auch sehr langsam spricht, okay. Aber es kann wirklich schon sein, dass wir teilweise ganze Parts damit verbringen, uns nur mit anderen Leuten zu unterhalten. Nichtsdestotrotz, die Rätsel werden hier auch nicht zu kurz kommen. Und jetzt, ja, werden wir dafür sorgen, dass Wirrwarr seine Brille wiederbekommt. Wirrwarr? Sag mal, deine Brille, ist die zufällig in deiner Tasche? Woher soll ich denn das wissen? Ach, ich wünschte, ich hätte sie jetzt endlich. Ich glaube, was Mal meint ist, schau doch mal in deiner Tasche nach. Oh, okay. Meine Brille. Wer die da wohl hingetan hat? Sag mal, kenne ich euch? Ich bin Mal und das da ist Flachs. Wir sind Freunde von König Nick. Wir sollen dir mit dem Niedlifizierer helfen. Wunderbar. Willkommen in der Niedlichmannschaft. Wartet, ich zeige euch mal, woran ich gerade arbeite. Gentlemen, das hier ist die Blaupause für Viderlus Übelator. Also,
Ihr seht diese 12 Gegenstände, die hier innen am Schiffsdeck montiert sind? Das Eis, den Wal und so weiter? Nun, diese Dinge liefern widerlustige Energie für seinen Übelatorstrahl. Wir brauchen ebenfalls 12 Gegenstände als Kraftquelle für den Strahl an unserer Maschine. Aber bis jetzt habe ich nur einen finden können. Och, die Suche nach den fehlenden Sachen sollte ja nicht allzu lange dauern. Wir haben ja schon den Bauplan. Da wissen wir doch wenigstens, wonach wir suchen müssen. Nicht ganz so leicht. Wenn wir die gleichen 12 Dinge benutzen, wird ein zweiter Übelator draus. Ist doch logisch, oder? Was wir brauchen, sind 12 andere Gegenstände. Sachen, die sich deutlich davon unterscheiden. Also Gegenstände, die einen anderen Effekt bewirken. Ah ja, klar. Du sagtest vorhin, du hättest schon einen Gegenstand, der funktioniert? Ja, genau. Hier, schaut nochmal auf den Bauplan. Das Einzige, was bis jetzt zu funktionieren scheint, ist Zucker. Es klappt, wenn ich ihn genau hier montiere, wo bei der Maschine von Widerlust die Würfel sitzen. Aber warum? Ich habe keine Ahnung. Tja, Wirba, wir machen uns besser auf den Weg. Je eher wir die fehlenden Teile finden, umso besser für uns alle. Wartet! Ihr werdet die Baupläne des Übelators brauchen. Wo habe ich sie doch gleich? Du hast sie in der Hand, Wing Commander. Oh. Das erinnert mich noch an was anderes. Ich wollte euch doch noch was Hilfreiches mitgeben. Einen bodenlosen Beutel, in dem ihr die ganzen Teile transportieren könnt. Juhu! Vielen Dank, Wirwa. Hervorragend. Und bitte lasst euch ab und zu mal wieder hier blicken. Wir können dann mal verschiedene Teile in den Niedlifizierer einsetzen, um zu sehen, ob sie funktionieren. Oder wir reden einfach nur ein bisschen. Okay? Okay. Ich danke euch, meine neuen Freunde. Und viel Glück. Sehr gut. Wir haben jetzt also einen Beutel und der wird noch ordentlich gefüllt werden mit einigen Sachen. So, ich speichere an der Stelle einfach mal nochmal ab. Mit der F5-Taste könnt ihr das hier tun. So. Ups, Moment. Ja, toll. Okay. Wir haben jetzt also unseren Beutel, wir wissen, wonach wir suchen müssen. Ich würde sagen, es ist höchste Zeit, dieses Schloss zu verlassen. Beziehungsweise, was ist denn das hier? Diese Tür ist verriegelt. Glaubst du, König Nick möchte, dass wir uns da raushalten? Ach, Firlefanz! Ich habe eine verriegelte Tür? Schon immer als Einladung betrachtet. Genau, so sehe ich das auch, Flax. Gut, reden wir mal mit diesen netten Kerlchen hier. Hallo Jungs, ich bin Mal Block und das hier ist mein Freund, Flax W. Wild. Wir bauen an einer Maschine, die Niedlingen retten wird. Wir bauen heimlich an einer Maschine, die Niedlingen retten wird. Hör mal, das sind doch die Palastwachen. Meinst du, die wissen nicht, was hier abläuft? Eine Maschine? Bauen? Niedlingen? Ja, ihr seht schon, wir sind etwas verpeilt, aber wir reden trotzdem mit ihnen. Also, was genau macht ihr Jungs denn hier? Komm, zeigen wir es ihm, Sparky! Oh nein! Yatta-tata-tiddly-ta! Skiddly-diddly-dippity-doo! Ups! Ja? Das ist unser kleiner Hallo-Tanz! Da steckt sogar eine Botschaft drin! Genau! Er bedeutet... Hallo! Wir hoffen, er hat euren Trip zum Palast heute ein bisschen schöner gemacht! Ja, klasse! Vielen Dank, Jungs! Du brauchst uns nicht zu danken! Dein Lächeln ist Dank genug! Oh ja... Na schön! Eure Tanznummer ist sehr interessant. Zumindest hat sie für ein interessantes Gefühl in meiner Magengrube gesorgt.
Oh, oh. Wollt ihr, dass wir sie nochmal vorführen? Vielleicht mit etwas mehr Schwung? Nein! Oh. Ich glaube, was er sagen will, ist, dass ihn alleine schon dieses Angebot aufmuntert. Hip, hip! Hurra! So kann man es sagen. Ihr Jungs steht doch bestimmt in ständiger Verbindung mit König Nick, richtig? Ja, allerdings, da Bumster. Jawohl, Sir-Dido. In diesem Falle könnt ihr mir bestimmt helfen. Aber natürlich! Wenn wir euch helfen können, fühlen wir uns am ganzen Körper richtig... In Ordnung. Also, die Sache ist die. Ich habe den König nur einmal getroffen, ganz kurz. Er war sehr nett zu mir, aber ich würde gern etwas mehr über ihn erfahren. So die Insider-Story. Was könnt ihr beide mir über seine königliche Lächelheit sagen? Tja, er ist unser König. Und sein Name lautet Nick. Hip, hip. Hurra! Das war's? Das ist alles? Das ist alles. Du brauchst doch bestimmt einen Stift und viel Papier, um dir das alles zu notieren. Kann man wohl sagen. Mann, das war aber ein harter Tag heute, was? Stimmt's nicht, Fuchs? Ja. Wir könnten wirklich ein bisschen Aufmunterung vertragen. So, Leute, aufgepasst. Mayday, Mayday! Unsere Freunde haben Frustritis. Schnell! Den Tanz! Oh, nein, wartet mal. So schlimm war der Tag eigentlich gar nicht. 2, 3, 4... So, jetzt nehmen wir uns den Schlüssel. Ja. Wie schade aber auch. So, und den tun wir jetzt hier in den bodenlosen Beutel rein. Der Kerl hat das natürlich gar nicht bemerkt, dass er den Schlüssel verloren hat. Ja. Und jetzt ratet mal, wofür wir diesen Schlüssel brauchen. Oh, weia. Ihr habt schon gesehen, es gibt auch leichte Soundprobleme, also sobald zwei Dialoge übereinander liegen, kommt es leider dazu. Ich kann das leider nicht verhindern, aber glücklicherweise stehen hier auch die Texte da. Diese Tür ist verriegelt. So, die Tür ist verriegelt, aber... Genau. Nicht mehr lange. Tja, so leicht lassen sich die Probleme der Welt lösen. Mal abgesehen von den anderen 1110, die grob geschätzt noch vor uns liegen. Ja, mindestens. Hier steht noch einiges bevor. So, wir sind jetzt in König Nicks Schlafgemach. Wow, eine geheime Falltür. Mal, du bist ein Genie. Das heißt, ich glaube, du bist ein Genie. Du hast doch... nach einer Falltür gesucht. Stimmt's nicht? Ja. Lässt sich nicht öffnen. Sie ist wahrscheinlich von der anderen Seite verriegelt. Gut, und was haben wir hier noch? Na sowas, die königliche Spieluhr. Auch die werden wir jetzt natürlich mal in unseren Beutel packen. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Was haben wir denn hier noch? Erinnere dich. Öffne dich für Höheres, ohne dich niederen Gedanken zu verschließen. Auch wenn der rechte Weg versperrt ist, öffne nicht das linke Tor. Klingt wie ein Sinnspruch zum Mutmachen am Morgen. Steckt aber ein Sinn dahinter. Wir gehen mal an diese Schubladen hier. Okay. Jetzt muss ich natürlich nochmal überlegen, wie das war. Die musste, glaube ich, auf sein. Hoppala. Ja. Das ist natürlich jetzt super, dass ich das nicht mehr weiß. Da werde ich nochmal schauen müssen, wie das ging. Weil hier können wir dann auch weitermachen. Hier an diesem Seil sollten wir momentan allerdings noch nicht ziehen. Das wird uns im nächsten Part dann... Das wird im nächsten Part noch von Bedeutung sein. Ja, ich würde mal sagen, dann beenden wir diesen Part erst einmal kurz und ich schaue noch mal genau, was ich hier machen musste. Oder ich probiere es noch mal kurz. Äh,
So, was stand da nochmal auf der Notiz? Lesen wir es uns nochmal durch. Öffne dich für Höheres, ohne dich niederen Gedanken zu verschließen. Okay, also oben öffnen, auch unten schließen. Auch wenn der Weg versperrt ist, öffne nicht das linke Tor. Okay. Das heißt, oben die Schublade muss auf sein und unten die muss zu sein. Sehe ich das richtig? Okay. War das so richtig? Nee, so war das nicht richtig. Gut, dann muss ich doch nochmal schauen, wie das ging. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Weehawk LP.